So, nehmen wir mal wieder ein bisschen auf, ne? Weil es so schön ist. Okay, hier bin ich wieder. Willkommen zurück bei Let's Play Splinter Cell Pandora Tomorrow. Und ja, ich bin sehr motiviert gerade und habe richtig Lust jetzt wieder aufzunehmen. In 2 Wochen endet die Let's Play Pause nach meinem Kalender. Wenn ihr das seht, ist wahrscheinlich schon... Oh Gott! Es ist wahrscheinlich schon Ende März, nehme ich an. Oder Anfang März, je nachdem, keine Ahnung. Na komm her! Komm her, du Jabbo! Hey du, Jabbos wissen, wer der Babbo ist! Nein! Leck mich an meinem Sack. Laden. Das sehe ich doch nicht ein hier. Dieser blöde Blitz. Könnte man einen Zungenbrecher draus machen. Blöde Blitze blitzen. Blöde Blitze. Ja. Dieser Witz war so schlecht wie meine Zeugnisnote in Betriebswirtschaft. Oh Mann, echt geiler Vergleich. Und warum speichere ich jetzt die ganze Zeit? Egal. So, ich probiere es einfach mal. Soweit so gut. Scheiß Gewitter. Kron hatte recht, Miss Carlson. Zu misstrauen. Sie spielt nicht mit offenen Karten und ist nicht die einfache Schreibtischmaus, die sie zu sein vorgibt, sondern eine verdammt fähige Agentin. Das ergibt einen Sinn. Aber ich verstehe nicht ganz, wie sie es geschafft hat, dass Adorno sie als Geisel nimmt. Sie hat in der Botschaft nach Soft gesucht. Die CIA wollte wissen, ob er noch ein brauchbarer Kontakt ist. Ich denke, Sie haben Ihre Antwort. So, dann gehen wir mal an diese Kanone ran und tun sie ein bisschen bearbeiten, wenn es geht. Wenn jetzt ein Blitz einschlägt, haben sie uns. Daran besteht kein Zweifel. Alter! Dein Kollege, der... Ey, das ist so leise. Das... Nee, tut mir leid. Ich kann sowas nicht akzeptieren. Ich habe den gerade so leise niedergeschlagen, es geht gar nicht. Nein, nein, nein. Und ich werde mich jetzt weiter beschweren, bis... Ubisoft das fixt. So, ich bleibe jetzt so lange stehen, bis Ubisoft das fixt. Sie haben Ihre Antwort. Okay, jetzt haben wir speichern, damit wir diesen Dialog nicht mehr hören müssen. Und Blitz, genau jetzt. Ah, bin ich nicht schlau, Uri Geller. Nein, er findet die Leichen. Er hat die Leichen gefunden. Dieser Lappen. Sicherheitsstufe erhöht. Stufe 2. Diese Arschgeige hat die Lappen gefunden, ja. Bleibst für die Alarmbereitschaft vermindert. Fischer, wir können uns keine weiteren Opfer leisten. Beim nächsten Mal. Huch, wo kommst du denn her? Hat sich hinter mir angeschlichen. Na los, kommst her. Oder du kommst. Hat er mich gesehen? Nee, hat er nicht, okay. Alter, dieses Level ist wirklich tricky. Ja, 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 so wollte ich's. Verdammt, scheiße, ja. Oh Gott. So, jetzt müssen wir noch diesen Kollegen hier ausschalten. Oh Gott. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Oh. Zum ersten Mal habe ich was richtig gemacht. Ihr könnt stolz auf mich sein. Oh, fuck. Ich bin so stolz auf mich. Oh Gott. So, wenn ich den jetzt noch ausschalte, ist alles perfekt. Okay, wenn ich den jetzt ausschalte, ist alles perfekt. So, alles ist perfekt. Yippie. Gut, ich glaube, der kann hier ruhig liegen bleiben. Scheiße, diese Kanone, die nervt. Und wir können sie nicht ausschalten, glaube ich. Und Blitz, genau jetzt. Ha, ich bin der Wetterfrosch. Wir kommen hier nicht vorbei. Es sei denn, wir schleichen uns da jetzt runter, so ungefähr. Dann werden wir außerhalb des Winkels der Kanone und es klappt nicht. Na, es klappt ein bisschen, aber nicht komplett. Okay, ich schalte die zunächst aus, danach verstecke ich die Leiche. Ist da noch eine? Nein, das war wieder dieselbe. So, du gefährliches Gerät, dich schalte nochmal schnell aus. So, sonst verletzt du noch unschuldige Leute. So, dann nehmen wir diesen Typsi damit, diesen Haftbefehl, diesen Aslak. So, wo tun wir den Aslak denn hin? Am besten stellen wir ihn zu dieser Aslak-Kanone. Ne, tun wir nicht. Eins, zwei, fuck.
Da ist noch eine. Das ist das Ersatzblicke. Stell dich mal vor, wir wären jetzt direkt mitten ins Geschütz reingelaufen. Dann wären wir sofort tot gewesen und ich hätte mich geärgert, weil ich nicht gespeichert habe. So, wir müssen jetzt den Winkel, glaube ich, ein bisschen ausnutzen. Und zwar genau jetzt. Verdammt! Okay, schnell ausschalten. Schnell ausschalten, nein! Oh! Oh Gott, dieses Spiel geht echt auf die Nerven. Wie dieser Porsche da... Keine Ahnung, was dann... an die Nerven gehen soll oder warum ein Porsche auf die Nerven gehen soll, das war einfach mal so. Und Blitz, genau jetzt. So, wo geht's denn jetzt lang? Ich glaube, wir müssen irgendwo hoch. Vermute ich jetzt einfach mal. Kann doch sein, dass wir hier einfach rein müssen. Nee, hier geht's nicht rein. Okay. Da geht's weiter, glaube ich, oder? Geht's da weiter? Oh Gott, ich gehe wieder runter. Ja, da geht's weiter, offenbar. So, hier ist ein Fahrzeug, was an ist. Das erkennt man daran, dass da die Lichter noch brennen. Hey Sie, stellen Sie Ihren PKW weg! Polizei! Hey Sie, tun Sie mal Ihre Spiegel waschen! Ist er voll ekelhaft! Und Blitz, genau jetzt! 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 Doch nicht! Verdammt, ich verliere langsam meine Fähigkeiten als Hellseher. Okay, wir können hier da klettern, aber wir können hier nicht hoch, wegen dem Stacheldraht, nehme ich an. Öffnen können wir die Tür auch nicht. Aber es muss dir doch irgendein Grund sein, warum dieser Ort hier ist, oder? Ich meine, der ist ja nicht einfach so da. Oder vielleicht doch? Keine Ahnung. Ich verstehe die Psychologie von den Ubisoft-Entwicklern nicht. Wo geht's denn jetzt lang? Hier aufs Taxi vielleicht? Nee, das ist kein Taxi, das ist einfach nur ein gelbes Auto. Ich denke immer, gelbe Autos sind Taxis, was sie auch meistens sind. Ach, da geht's hoch, oh mein Gott. Oh mein Gott, so und jetzt? Hier ist anscheinend eine Gaskammer. Und Blitz, genau jetzt. So, ich probier's hier mal mit einem, ja genau, Spagat. Und Leck. Ich hab einen Leckover. Okay, Leckover ist vorbei. Ich dachte schon, da wollte mich hier ein Aslak einen Leck geben. Meine Witze sind scheiße, ich weiß. Sicherheitsstufe. Ja! Sicherheitsstufe zurück auf normal. Perfekt. Es scheint, als seien sie wieder zur Normalität übergegangen. Oh, okay. Können wir hier rein? Genau jetzt. Wer braucht ein Glas? Spring einfach rein. Ey, der ist so eine Pussy, der Sam, das gibt's gar nicht. Naja gut, kann sein, dass sein Anzug oder was auch immer der da trägt, plus Waffe sehr schwer ist und ist deswegen ja, ihn gekillt hat. Kann ja alles sein, ne? Aber wir müssen irgendwie da rein. Glaube ich mal. Hier ist anscheinend schon angeschlagen. Die Scheibe zumindest, die Scheibe ist hier schon ziemlich angeschlagen. Ah, natürlich. Um Amerika davon, oh Gott, da sind welche. Küsten zu führen. Die Amerikaner werden erst begreifen, was ihr bedeutet. Oh nein, nicht dieses Level. Jetzt kenne ich das Level ganz genau. Das dauert sehr lange und ist sehr nervig und schwer. Denn es gibt viele, die so denken wie wir. Trotz der Nachstellungen dieser sogenannten Supermacht stehe ich hier vor den Augen der Welt. Ey, für Fernsehen schauen! Das Widerstand mit Hetze! Kann hier nicht mal Fernsehen schauen, so! Nee, komm. Ich akzeptiere nur Alarmstufen, die ich auch, ja, akzeptiere. Oh Mann. Hier ist überall Licht. Aber ich mag dieses blaue Licht. Also blaues Licht sieht echt cool aus. Ich glaube, wenn ich meine eigene Wohnung später habe, hole ich mir nur blaue Lichter. So, den knall ich jetzt mal richtig ins Gesicht. Falls er ein Gesicht hat. Ha! Habt ihr das gesehen? So muss man das machen. Ja gut, es war zwar nicht ins Gesicht, aber es war schon fast in seinem Gesicht, ne? Und das ist auch alles, was zählt.
Ich werde hier jeden ins Gesicht schießen. Auch wie ich es bei deiner Mutter auch getan habe. Bah, der war böse. Der war böse. Dafür dürft ihr mich jetzt hassen. Scheiße. So, dann schauen wir uns mal ein paar, Überwachungskameras an. Aha. Aha, okay. Ich hätte es gedacht, wenn hier eine Toilette wäre. Ist das eine Toilette? Nein! Das ist doch... Es ist... Moment. Ich bin jetzt der Sicherheitsmann. Tatsache, Toiletten. Ey, was sind das für Spanner? Okay, weiter geht's. Schauen wir uns am besten das an. Okay, es ist kein Sound mehr da. Hey, ihr! Hey, warum schaust du mich so an? Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Pixel, das ist ja noch schlechter... das ist ja eine sauschlechte Qualität, wie meine alten Let's Play-Videos. Auch wieder ein krasser Vergleich. Ich sollte echt Rapper werden, ey. Jo, dann fick ich hier den in den Arsch, so Haftbefehl-mäßig, hier den, ey. So Haftbefehl-Style-mäßig, ne? So ungefähr fick ich hier jeden deutschen Rapper in den Arsch. So, dann gehen wir hier erstmal nach unten. Nein, hier nach oben. Es geht hier gar nicht nach unten, es gibt hier ja kein Erdgeschoss. Ach, das ist der nächste Abschnitt, okay. Habt ihr das gesehen? Das war jetzt gerade alles ein Abschnitt. Die letzten, wie viel Parts, war ein Abschnitt. Ein einziger, stell euch das vor. Und ein nun musst du Carlson finden. Abschnitt. Sadono nutzt ihre Talente als Übersetzerin und Unterhändlerin. Sie kann sich relativ frei in dem Gebäude bewegen. Wir hoffen, dass sie dich nah genug an Sadono heranbringt, um ihn Leben zu schnappen. Sadono muss überrumpelt werden. Oh man, ich hoffe, es ist nicht so nervig. Aber machen wir einfach mal weiter, ne? Oh Gott, ich habe in Erinnerung, dass hier welche sein könnten. Aber ich glaube, zunächst knipsen wir mal dieses Licht hier aus. Nicht das im Aufzug, sondern das Radio. On the radio, radio. Okay, was lass ihr dann? Oh Gott, ich kann nicht singen, ich weiß. Ach Mensch, schon wieder ein Geschütz. Was sucht hier ein Geschütz im Radio? Das ist ja unglaublich. Stell dir mal vor, es kommt irgend so ein Gast ins Radiostudio und dann wird er von der Kanone abgeknallt und alle Zuschauer hören es. Es geht doch so nicht. Ah, und da ist der Moderator. Niemand. Hier ist ein Gast. Ich hätte gerne, ich würde gerne eine Moderation durchführen und erklären, warum Let's Play sinnvoll für die Gesundheit der, nee, für den geistigen Zustand der Zuschauer. Ich kann nicht kommentieren, ich bin so dumm. Ich bin so dumm mit dem Kommentieren. Aber wenn ich privat irgendwie was kommentieren will, dann bin ich viel lustiger drauf. Hier bin ich irgendwie immer zu ernst, keine Ahnung. Ich muss mehr lockerer sein. Okay, ich brauche mehr Spaß. So, ich bleibe jetzt ein bisschen locker, so lehne mich zurück. Jetzt wächst gerade, perfekt. So, jetzt bin ich mal ein bisschen lockerer. Und versuche... Retina-Scanner, nein! Nicht Retina-Scanner, bitte, nein! Nicht Spiel, kein Retina-Scanner! Ich hasse es! Kein Retina-Scanner, bitte! Oh nein, ich hab gewusst, dass es ekelhaft wird. Und es ist ekelhaft. Was für ein Metal. Metal is on radio. The best heavy. 120 WMHZ. Wahrscheinlich der Radiosenderfunk, nehme ich an. Okay, der Aslak ist hier. Da vorne ist seine Aslak-Kanone. Aslak-Kanone, wenn eine coole Yu-Gi-Oh-Karte. Ich spiele Aslak-Kanone im Angriffsmodus. Die Fähigkeit von Aslak-Kanone ist, ich opfer einen Aslak und er schießt mit seiner Kanone auf dich. Oh Mann. Kommt er her? Ja, er kommt her, aber zunächst noch dieses Licht hier weg. Leck! Nein, nicht weg, ja? Du hast erstmal Sendepause. Ja, das hat meine Lehrerin früher immer gesagt. Du hast erstmal Sendepause und bist ganz ruhig, sonst schicke ich dich zum Rektor und kriegst einen Verweis und eine Mitteilung und was weiß ich für eine Scheiße. Genau wie dieser Typ da. Oh Gott, war das richtig? Jetzt, ja! Oh,
Oh mein Gott. Ist das der Typ für den richtigen Scanner? Wenn das ist, raste ich aus. Dann gibt es einen Freakout, Leute. Ernsthaft. Ein Freakout. Nach diesem Leck. Ein Freakout. Nach dem Leck. Gibt's einen Freak. Höre ich auch öfters im Radio dieses Lied, falls wir schon im beim Thema Radio sind. Wir hatten das Thema, glaube ich, schon in einem anderen Let's Play. In einem älteren, nehme ich an. Ich glaube, das war Pokémon Schwarz. Kann mich aber nicht so genau erinnern. Oh man, 2 FPS gerade. Ich pausiere mal schnell, ne, damit das Ganze sich wieder fängt. Ja. Soll sich jetzt genau. Gut, wieder aufgenommen und jetzt leckt sie nicht mehr. Ich glaube, das ist eine ganz einfache Lösung. Falls es leckt, einfach mal die Aufnahme beenden und einfach neu starten. Ja, es ist der Typ. Ja, 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 oder? Ist es? Ist es der? Ist es der? Ist es der? Nein, das ist er nicht. Ah, ich bin traurig. Ich bin selbst vor dem Sprüh aus dem Fenster. Nee, tue ich nicht. Och Mensch, das ist nicht der Typ, ich raste aus. Aber der müsste doch auch so ein... nee, diese Abdrücke sind einzigartig. Nee, sind sie nicht. Doch, sind sie. Augeniris sind, glaube ich, alle einzigartig, oder? Ja, die nehmen schon mal an, ne? Ja, müssten schon einzigartig sein, sonst könnte man ja kein Schloss daraus machen. Ist ja wie ein Fingerabdruck quasi. Ach, jetzt komm, jetzt fängt das Spiel wieder zum Lecken an. Es leckt meine Eier. Okay, wieder dasselbe wie vor einer Minute. So, wieder aufgenommen und es leckt. Ach, komm, jetzt mach ich Nachtsicht aus. So, wenn das nicht klappt, Nachtsicht aus. Muss ich mir merken für die zukünftigen Let's Plays, Splinter Cell Parts. Gut, oh Gott, da ist noch einer. Plus Kanone. Macht es jetzt so. Ach komm. Einmal. Zweimal. So, denn ist hier alles schön dunkel. Aber die Kanone kann uns immer noch treffen. Daher muss ich den... Was war das denn jetzt? Was ist hier gerade passiert? Oh Gott, da kommt bestimmt jemand. Aber wo? Da! Da ist er. Ich lock den mal her. Ich hoffe... Nein, die... Diese verfluchte Kanone! Blöde Kanone, ich hasse... Ich hasse sie. Habe ich fast alles richtig gemacht. Hä? Hat sie gerade geknallt? Ah! Licht! Mein größter Feind! Zumindest in diesem Spiel. Okay. Na los, komm her. Komm her, du Schwanz. Ich schieß mal auf den Boden, vielleicht kommt er dann her. Hörst du mein Pfeifen? Hörst du mein Pfeifen? Kannst du es hören? Nein, du läufst in die falsche Richtung, du Dämlack. Du bist echt zum Schießen, weißt du das? Alter, das Licht ist so hell, wenn ich da schießen. Ich muss das quasi jetzt nehmen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay, ich bin mal wieder ruhig. Oh Gott, was? Was, der Retina-Scanner-Typ? Scheiße, ich traue mich gar nicht zu safen. Ich speichere einfach mal so. In der Hoffnung, dass es nicht der Typ mit dem Retina ist. Ansonsten muss ich das Ganze wieder laden. Später. Wir können jetzt nur noch hoffen. Und beten. Wir haben ihn nicht getötet. Daher brauche ich auch nicht für ihn zu beten. Weil er tot ist, zumindest. So, ich glaube, hier geht's lang, oder? Ja, Tür öffnen. Da vorne kommen wir nicht lang, weil hier die Kanone steht und alles bewacht. Aber wir können die Lichter hier ausknipsen. Gut, hier nochmal ein kleiner Quick
Scheiße. Ich wollte eigentlich nicht quicksafen, aber jetzt habe ich es gemacht. Verdammt. Egal. Wenn es der Typ ist, dann müssen wir halt alles nochmal laden. Also falls es der Typ war mit dem riesigen Scanner, den wir gerade erschlagen haben, müssen wir es halt ganz enorm komplett laden. Und da muss ich halt alles wieder offscreen neu machen, bis an diese Stelle. So, was ist hinter dieser Tür? Sieht aus wie ein Lagerraum oder sowas. Hier sind zwei Leute. Oh Gott, da kommt einer. Scheiße. Oh Gott. Gut, dass wir es hier erhellt haben, ein wenig. Ansonsten hätten wir jetzt ein Problem. Kommt aber gar nicht. Ich glaube, ich locke mal raus. Und zwar hiermit. Kommst du jetzt raus? Kann ich das Exit hier auch noch abknipsen, oder? On Air. Das ist anscheinend das Aufnahmestudio, weil hier On Air steht. Wo ist denn der? Okay, hier ist niemand. Dann öffnen wir sie einfach mal die Tür. Natürlich kommt er, wenn ich die Tür geöffnet habe. Es ist immer dasselbe. Es ist echt verfickt nochmal immer dasselbe. Du kommst jetzt da raus, damit ich dich ein bisschen verhören kann. Ja, du kleiner Terrorist. Ja, du Doppelterrorist, komm. Na ja, genau. Ja, okay, das kann ich akzeptieren. Du darfst nicht entdeckt werden. Sei vorsichtig, Fischer. Tarnung ist das A und O bei dieser Mission. So, ich weiß nicht, ob es der Typ mit dem Retina-Scanner-Auge ist. Ich glaube nicht. Ich tue jetzt mal raten, ob's sie sind oder ob sie es nicht sind. Ich brauche Hilfe. Verdammt! Für ein Amokläufer, ich schwör's euch. Alter, schaut euch unser Leben an. Habe ich schon erwähnt, dass ich Schlagzug spiele? Okay. Ich kann mich erinnern, da kommen glaube ich jetzt ein paar Leute und tun so eine Terroristen-Funkübertragung abspielen, glaube ich. Wenn sie die Leichen finden, ist natürlich alles komplett am Arsch. Wir müssen hier, glaube ich, während hier die Moderation startet, den Sadone uns schnappen. Und dann den Retina-Scanner benutzen und dann haben wir, glaube ich, gewonnen, soweit ich mich erinnern kann. Ich bin mir aber nicht so sicher. Und Leck grüßt euch. Leck, grüßt euch, meine Freunde. Ich bin der Leck und ich habe noch was zu sagen. Und zwar, Kevin spielt sehr scheiße. Deswegen muss ich sein Let's Play versauen, indem ich jetzt einfach mal das Spiel anhalte und sehe, wie das Publikum darauf reagieren wird. Ganz einfach. Ich bin Leck und ich grüße euch aus der... Halt die Fresse, Leck. Gott, ein FPS. Willst du mich nerven, Leck? Ja, das will ich. Vielen Dank, dass du mich, machst. Ich hasse es nicht, wenn ich gehasst. Oh Gott. Ey, das ist langsam nicht mehr schön, wie scheiße ich kommentiere. Ey, ich schwör's euch. Alter, Fraps, leck mich am Arsch. Oh, Fraps, bitte. Okay, wieder anhalten. Ah, Gott, okay, jetzt geht's wieder. Nachtsicht aus, dann geht alles wieder. So. Warum schleppe ich den eigentlich mit mir? Ich glaube, ich mache hier mal ein Safe und schaue nach, was dann passiert, falls ich hier die nicht beseitige, die Leute. So, das ist 9, 10. 6, 10 meine ich. Ja, muss ich mich jetzt... Also, ich würde sagen, ihr versteckt zunächst die Leichen. Das ist, glaube ich, das Beste und Vernünftigste, was ich jetzt machen kann. Und wenn dann später der Sadone-Fuzzi kommt, schnapp ich ihn mir. Mit meinem wenig Leben.
Ne, Fraps, du weißt Bescheid. Ja, das weiß ich. Gut, Fraps, dann mach ich mal wieder das Nachtsicht aus, damit du dich nicht beschweren kannst. Ne, du hast das Nachtsicht ja. Ja, ich hasse das Nachtsicht. Nachtsicht ist total scheiße, das nennt man Cheaten. Und in meinem Let's Play wird nicht gecheatet. Das ist mein Let's Play, das ist ja schon klar. Nein, das ist mein Let's Play, du Arschgeige. Hast du mich gerade Arschgeige genannt? Ja, das habe ich. Immer verhindest du mich und behauptest, du würdest die ganzen Let's Plays machen. Dabei bin ich es, der die Let's Plays aufnimmt. Nicht du. Das klären wir später, Fraps, okay? Erstmal spielen wir das Spiel durch. Nein, tun wir nicht. Ich will das jetzt klären. Ach, Fraps, halt doch die Fresse. Hier, ein Schlagzug-Solo für dich, Fraps. Okay. Hier geht's lang, oder? Was ist denn da? Flexible Optik? Ach, da geht's in den Gang hier raus, okay. Schauen wir uns einfach mal an. Eindringling. Kommando zu sein. Sicherheit. Lang, wo es hier lang geht. Scheiße. Gut, dass ich gesaved habe zuvor. Ich sollte vielleicht kontrollieren, ob alles... was hinter der Tür ist. Und die Lichter zuvor auch noch ausknipsen, das wäre auch ganz vernünftig. Immer die Lichter in Splinter Cell ausknipsen, das ist eine Weisheitsregel. Weisheitsregel? Gibt es in Splinter Cell überhaupt Weisheitsregeln? Ich meine, es gibt Weisheitsszene, schon klar, aber es gibt... Ob es Weisheitsregeln gibt? Weisheitsregeln. Oh mein Gott. Ich bin so weise. Und so weise, dass ich ihn jetzt hereinlocke, ihn mir schnappe, verhöre und ihn dann foltere. Du kommst jetzt sofort rein, ja? Los, komm rein. Nein. Schau nicht nach, ob dein Kollege da kommt. Du kommst jetzt... Nein, 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 nein. Dreh dich um. Ja, gut. Dreh dich um. Nein, 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 nein. Scheiße. Oh Gott, ich hab dich. Gut, du kommst auch hinter die Bühne. Kommst du jetzt auch? So, dann nehme ich mir dich jetzt einmal auf meinem Rücken auf und trage dich zu deinen Kollegen. Die warten schon ganz begeistert auf dich. Seht ihr, siehst du, wie begeistert sie sind? Ja, ja, ja. Begeisterung hält sich in Grenzen. So. Und ja, weiter geht's. Kamera? Wo? Ich höre eine Kamera. Hört ihr die auch? Das Tonstudio. Ich glaube, hier findet das Ganze statt. Anstatt im letzten Raum, wo wir gerade eben waren. Hier ist irgendwo eine Kamera? Hey du! Was soll das, hä? Das ist mein Tonstudio, nicht deins. Und wer wird da gerade verhört? Im Tonstudio. Ich hasse dich. Was soll das? Warum kann ich die Tür nicht öffnen, während ich dich habe in meiner Gewaltschaft? Oh, neues Wort, Gewaltschaft. Ich hoffe, das läuft noch alles synchron, ne? Weil manchmal läuft es ja ein bisschen unsynchron in letzter Zeit. Im letzten Part hat man das wahrscheinlich auch ein bisschen gemerkt. Da lief der Ingame-Sound auch ein bisschen unsynchron. Ich hoffe, das ist jetzt dann nicht der Fall. Ansonsten habe ich ein großes Problem gerade und muss alles neu machen. Und ich habe wenig Lust darauf, alles neu zu machen. Und ja, okay. Da bildet sich schon ein ganz schöner Haufen. Oh mein Gott. So, wie viel sind das jetzt? Ah, keine Ahnung, viel zu viel. Ich habe jetzt auch keinen Bock zu zählen. Muss ich ehrlich sagen. Gut, weil dann weiter geht's. So, wo geht's denn hier lang? Hier geht's ins Tonstudio rein. Jawohl, da wartet schon die Dame auf uns. Hier wieder ein Quickie. Hallo? Hallo, Ingrid. Sie? Mit Ihnen hätte ich nicht gerechnet. Sie wussten, dass jemand kommt? Ich habe ein paar Infos von der Agency erhalten. Genug, um zu erfahren, dass ich sie dicht an Sadono heranbringen muss. Können Sie das? Ja, ich bin für den Retina-Scanner autorisiert, der zum Studio führt. Sie haben sich schnell eingelebt. Sicher. Sadono tut alles für das Lächeln einer Frau. Bei Soth wäre das anders gelaufen. Wir haben einen Helikopter gemietet, um Sadono rauszuholen.
Wenn Sie ihn nach draußen bringen, fliegen wir ihn in die Staaten. Ingrid ist ein Glücksfall. Ich bin hin und weg. Los jetzt. Folge ihr zum Lagerhaus. Es ist der beste und einzige Weg, Sadono zu fassen. Bitte nach Ihnen, my lady. So, ich hoffe, hier sind keine Aslaks. Ich folge sie einfach jetzt einfach mal, ne? Ganz einfach. Kamera. Oh Gott, nein, die Kamera ist... Nein, 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 nein. Sicherheitsstufe gesenkt. Ja. Sicherheitsstufe zurück auf normal. Kamera. Okay. Nein. Scheint, als seien sie wieder zur Normalität übergegangen. Wo hält sich die Klappe, ja? Kanone. Du. Du hast mir Schwierigkeiten gebracht vorhin. Ein Wasserspender. Ich hatte jetzt auch ein bisschen Lust auf Wasser. Und du hast mich vorhin auch in Bedrängnis gebracht. Scheiß Aslak-Kanone. Los! Öffne es! Du bist meine Schlampe, Bitch! Los, Bitch! Öffne die Tür für mich! So, danke! Oh, Munition! Oh, cool! Legt einfach Munition in einem Fernsehstudio rum. In einem Radiostudio. Ist ja mal sehr logisch. Ingrids Tod führt zum Abbruch der Mission. Ey, was soll denn da das? Oben. Ich gehe durch den rechten Tunnel. Sie müssen links entlang. Ich werde vielleicht von der Wache aufgehalten, also warten Sie auf der anderen Seite auf mich. Alles klärchen, aber zuvor kleiner Safe. Und zwar, das nenne ich... Ah Gott, muss schnell meinen Fernsehton ausmachen. Der dröhnt nämlich so ein bisschen und ich habe Angst, dass man das in meinen Let's Plays hört. Wir haben einen Anruf von Soth abgefangen. Miss Carlsons Tarnung ist... Wenn Sadono weiß, dass sie von der CIA ist, ist sie vogelfrei. Ihr darf nichts passieren. Guten Abend. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich habe sie mit Sadono gesehen. Ich heiße Kim. Nett, dich kennenzulernen. Ich bin Ingrid. Ja, weiß ich. Hey, lass sie los! Du bist aber kein Gentleman. Hab mir erzählt, dass man so nicht mit Frauen umgeht? Hä? Hab ich das? Geht mir nicht mit Frauen um, du Drecksack, ja? Nein, das, renn doch nicht weg! Alles ist cool. Ich sagte, alles ist cool. Dir wird nichts passieren. Das schwöre ich. Hey, mein Schutzengel. Danke. Geht es Ihnen gut? Ich atme noch. Hier, ich öffne die Tür. Nein, 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 nein. 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 Da waren noch welche. Scheiße. Ach Gottchen. Ach Gottchen. Ey, wie ein Schwule. Ach Gottchen. Ist sie vogelfrei. Ihr darf nichts passieren. Ach Gottchen. Ihr darf nichts passieren. Ich habe sie mit Sadono. Lass mich in Ruhe. Okay, diese Stelle ist ein bisschen assi, aber ist schaffbar. Fraps, halt die Fresse! Nein, ich sagte, ich nehme hier das Ganze auf, nicht du! Okay, ich bin... Okay, weiter geht's. Fraps, hast du dich wieder beruhigt? Nein, habe ich nicht! Der Typ anscheinend auch nicht. Verdammt, ich mag das Level also nicht mehr spielen. Das dauert so lang! Wenn Sadono weiß, dass sie von der CIA ist, ist sie vogelfrei. Ihr darf nichts passieren. Guten Abend. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich habe sie mit Sadono gesehen. Ich heiße Kim. Nett, dich kennenzulernen. Ich bin Ingrid. Ja, weiß ich. Was dagegen, wenn ich reingehe? Suhadi braucht die Papiere. Ich habe keine Autorisation. Kein Problem. Ich schon. Scheiße, 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 wo konnten die das jetzt merken? Dass sie von der CIA ist, ist sie vogelfrei. Das ist mir egal. Darf nichts passieren. Doch, darf Und? Ihr. Ich bin hier der Protagonist. Nicht diese nicht diese Frau. Nett, dich kennenzulernen. Ich bin Ingrid. Ja, weiß ich. Was dagegen, wenn ich reingehe? Suhadi braucht die Papiere. Ich habe keine Autorisation für diesen Retina-Scanner. Kein Problem, ich schon. Oh, na dann glaube ich, einen Moment. Ja, okay, ich höre. Sicher. Sicher, jetzt. Nein, ich sehe sie. Sind Sie sicher? Was soll ich tun?
Gar nichts. Ey. Er hat anscheinend den Anruf bekommen, die abzuknallen. Deswegen habe ich jetzt den erschossen. Anstatt zu warten, was passiert. Wenn Sadono weiß, dass sie von der CIA ist, ist sie vogelfrei. Ihr darf nichts passieren. Gut, ich probiere es mal mit einer anderen Methode. Gut, ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Fackel! Was hat das denn jetzt? Ich habe doch nur eine Fackel geschmissen. Und du? Hör, diese Frau, die ist in meiner Gewalt. Ihr wird nichts passieren. Ihr wird nichts passieren? Ihr wird was passieren. Was rede ich für einen Müll? Oh Mann. Gott, das hätte ich in real nie so gesagt. Ernsthaft. Nein! Ich habe mir schon gedacht, dass da ein paar Leute sind, die darauf warten, bis der Sam kommt und er ihn dann abknallt. Der arme Sam. Ruhe in Frieden. Forever. Okay. Not forever, wir laden es sofort wieder. Wenn Sadono weiß, dass sie von der CIA ist, ist sie vogelfrei. Ihr darf nichts passieren. Guten Abend. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich habe sie mit Sadono gesehen. Ich heiße Kim. Nett, dich kennenzulernen. Ich bin Ingrid. Ja, weiß ich. Was dagegen, wenn ich reingehe? Suhadi braucht die Papiere. Ich habe keine Autorisation für diesen... Kein Problem. Ich schon. Double Kill. Ich hab langsam keine Lust mehr auf das Spiel. Wenn Sadono weiß, dass sie von der CIA ist, ist sie vogelfrei. Und auf Lambert. Und auf Sam. Und auf alle anderen, die meinten, die könnten irgendwie Panik schieben. Ich will nicht mehr. Und auf Fraps habe ich auch keinen Bock mehr. Bitte, Fraps, nicht. Fraps, bitte. Ich flehe dich an. Fraps. Okay, Fraps tickt wieder rum. Okay, wieder aufgenommen. Sicher. Sicher, jetzt. Nein, ich sehe sie. Sind Sie sicher? Was soll ich tun? Und wieder dasselbe Spiel wie vorhin. Jawohl. Wenn Sadono weiß, dass sie von der CIA ist. Nee, komm, leck mich. Ich geh jetzt so lang. Ihr darf nichts passieren. Guten Abend. Ich bin scheißegal, was die sagt. Wir kennen uns noch. Die ist eine Frau, die hat keine Ahnung. Alter, ich bin voll sexistisch. Sexistisch. Ich bin Ingrid. Na los, schnapp sie dir. Was bist du doch für ein Gentleman? Ah, Hilfe! Das sind welche? Na los, komm's her. Liefern wir uns jetzt in eine kleine Schießerei. Ich glaube, du solltest lieber... geile Hintern. Ey, du solltest lieber in Deckung gehen. Hab dich! So, jetzt, wo ist dein Kollege? Natürlich, jetzt mir denken können, dass er von der Seite kommt. Ich hätte es mir denken können. Habe ich mir auch. Ich kenne das Spiel ich kenne das Spiel langsam so gut, dass ich weiß, wo die Aslaks kommen werden. So, verstecken wir erstmal wieder die Leichen. Hey, wir haben nicht einmal eine Alarmstufe bekommen für das, was wir gerade gemacht haben. Hä? Da ist noch einer? Wie, da ist noch einer? Ich dachte, wir hätten sie erledigt. Okay, safe. Ich hoffe, ich für safe sehe nämlich jetzt nicht hier. Da ist doch keiner. Der schießt gegen die Wand, glaube ich, oder? Schauen wir uns das mal näher an. Verdammte Wand! Ich hasse Wände! Die stehen mir im Weg! Noch jemand? Sieht nicht so aus, okay. Gut, jetzt heißt es Leichen verstecken. Ich glaube, das muss ich sogar in-screen machen. Sorry, Leute. Muss halt sein, ne? Es geht hier um Sicherheit. Sicherheit ist hier sehr wichtig in diesem Spiel. Muss ich gerade sagen, ich renne da so einfach arm, okay. Oh Mann. So, jetzt... Ja, sorry, dass es jetzt ein kleines bisschen nervig oder langweilig ist. Ihr könnt ja vorspulen. So. Dann holen wir uns jetzt noch die hier. Ich glaube, die können wir dann an einem anderen Punkt verstecken. Wir müssen ja nicht extra bis nach vorne schleifen. Vielleicht gibt es hier auch noch einen dunklen Punkt.
Aber wir können einfach das Licht hier verdunkeln, das ging eigentlich auch. Ich glaube, das mache ich sogar. So, ich glaube, das, ja, das sieht ganz gut aus. Gut, dann ist hier noch irgendwo ein Aslak. Genau da. Das sind da, achso, das sind die Schusslöcher. Genau. Du blöde Wand. So, du kommst hier hin. So, sieht doch ganz gut aus. Quick save. Ey, was ist denn los? Hast du irgendwelche Anti-Stress-Pillen genommen oder so? Und warum bist du so in Panik? Hey, mein Schutzengel. Danke. Geht es Ihnen gut? Ich atme noch. Hier, ich öffne die Tür. Wo finde ich sie, wenn ich Sadono habe? Auf dem Dach. Nicht besonders einfallsreich. Aber wir benutzen auch keinen Militärhubschrauber. Also schlüpfen wir vielleicht durch. Hilfe! Hilfe! Oh mein Gott! Da sind ein paar Leichen! Hilfe! Hilfe! Ja, ich bin ganz cool. Ich bin Sam Fischer. Ich hab sie alle umgebracht. Ah, dieser Mensch hat sie umgebracht. Moment, ich muss mal schnell diese Türe öffnen. So, ist offen. Danke, mein Mädchen. Und nun darfst du wieder ins Auto gehen. Papa ist gleich wieder da. Ich dachte schon, es wäre ein Plasma-Fernseher hier. Und ich dachte, es wäre hier eine Kamera. Sieht ja auch ungefähr von der Form aus wie eine. Okay, jetzt muss ich wieder ein bisschen vorsichtig sein. Ich brauche Techniker, ich brauche Batterien, ich brauche Leute im Studio, jetzt! Sadono möchte eine Botschaft aufzeichnen. Ich weiß. Du hast die Nachricht abgefangen. Du musst schnellstens zum Studio. Safe. Auf jeden Fall ein Safe. Das klingt mir viel zu schwer. Also haufenweise Gesprächsfetzen über Fluchtwege. Das Studio ist unsere letzte Möglichkeit, Sadono Leben zu ergreifen. Wenn er rauskommt, wird er entweder verschwinden oder erschossen. Beides nützt uns nicht. Ach nee, nicht diese Stelle. Nicht diese Alarmstufe. Stufe 1. Nicht das. Nein. Ja, ich war vorsichtig, hat man gerade gesehen. Hey, da ist ein Tizi, der hat gerade versucht, mich abzustechen. Mit seiner Hand. Abstechen mit einer Hand? Das kann höchstens der X-Men, aber nicht ich. Scheiße. Ach Mensch. Ich glaube, ich mache jetzt gleich wieder eine Aufnahmesession. Ich sehe gerade, ich habe schon sehr viel aufgenommen. Die Möglichkeit, Sadono Leben zu ergreifen. Wenn er rauskommt, wird er entweder verschwinden oder erschossen. Beides nützt uns nicht. Na, ja. Ich glaube, diese Stelle ist mir viel zu schwer für diesen Moment. Außerdem meint Fraps wieder ein bisschen zu nerven. Ich mache wieder Stelle in der Aufnahmesession und dann sehen wir uns gleich bzw. im nächsten Part wieder. Also, habt noch schönen Tag euch, Leute. Ciao. So, ich grüße euch wieder zu einer neuen Aufnahme. Ich bin Marcel hier am 6. März. Die Let's Play Pause endet diesen Samstag. Unsere letzte Möglichkeit, Sadono Leben zu ergreifen. Wenn er rauskommt, wird er entweder verschwinden oder erschossen. Beides nützt uns. Ach nee, was hat der Vergangenheits-Kevin jetzt schon wieder für eine Scheiße gemacht? Der haut mich mitten hier raus. Schönen Dank auch, du Arsch. Boah, ich hasse ihn. Ich muss mal eine Mail schicken. Das geht so nicht. Ja, auf jeden Fall ist heute ein schönes Wetter und ich hatte mal wieder Lust, ein bisschen zu Let's Playen. Vor allem, wenn es hält, diese Stelle. Also, wenn das nicht mal Motivation ist. So, jetzt ist es hier schön dunkel. Ich hoffe, ich rede nicht zu... Kamera. Ich hoffe, ich rede nicht zu laut. Ich habe jetzt spontan mal die Aufnahme gestartet. Oh Gott. Komm zu deinem Papa. Und dein Papa bin ich. Boah, da finde ich dauernd so ein Skype. Moment, ich schließe es mal schnell, nicht, dass mir noch jemand anruft, um mich zu ärgern. Bis gleich. Gut, da bin ich wieder. Hab mir noch die Aufnahme angeschaut, die ich gerade eben gemacht habe. War ein bisschen zu grell, kam mir irgendwie so voll, deswegen... Ich bin jetzt ein Stückchen von meinem Mikrofon weggegangen und jetzt hoffe ich, passt es und... Nein! Ach, Ubisoft, bitte! Kein Retina-Scanner, bitte! Ich wette, ich brauche den Typ für den Retina-Scanner. Das kann ich jetzt schon vorhersagen. Komm zu Papa! Na los! Nein, nicht so! Nein! Halt, wie ich immer ausraste, wenn ich mir so einen Typen krallen will. Das ist schlimm! Und die Kamera, die ist auch unverwundbar. Fraps, bitte! Nein, du hast...
Sendepause. Nee, Quatsch, du hast nicht Sendepause. Du hast Sende... Laufzeit. Oh Mann. So, ich hoffe, die Kamera zieht uns jetzt nicht. Das wäre schon sonst ein geiles Bild, so. Sonst, wenn ich jetzt der Kameramann wäre. Und so plötzlich das hier sehen werde. Alter! Spiel! Ich habe es gar nicht gesehen, ob das der richtige Typ war. Das werden wir jetzt sehen. Und zuvor speichere ich nochmal. Diese Kamera können wir leider nicht ausschalten. Haben wir ja gerade eben gesehen. So, ich schaue mal nach, ob es hier reingeht. Gott, sorry, dass es gerade leckt. Fraps zickt gerade wieder ein bisschen rum. Ich glaube, der mag die Typen, deswegen versucht das jetzt zu unterstützen, indem er mich hier jetzt mit den Lecks hier ganz, die ganze Zeit nervt. So, ich schleiche mal an den Typen ran. Der sieht so aus, als würde der sich nicht umdrehen. Ah, schöne Aussicht. Oh, so ein Scheißwetter haben wir bei uns gerade nicht. Und es ist ein schöner Frühlingstag, so wie ich ihn mag. Frühling ist meine Lieblingsjahreszeit, wusstet ihr das? Weil der Sommer, der ist mir, ja, der ist mir ein bisschen zu heiß teilweise und außerdem fliegen da Viecher rum. Und ich hasse Viecher. Und der Winter, der ist mir zu kalt und der Herbst ist mir zu nass. Und auch ein bisschen zu kalt. Dafür habe ich im Oktober Geburtstag. Okay, der Typ ist es anscheinend nicht. Kann aber sein, dass es doch ist und es gerade nicht geht, das mit dem Retina-Scanner. Ich probiere es mal nochmal. Ich habe bloß Schiss, dass die Kamera mich jetzt auf frischer Tat ertappt. Okay, es geht anscheinend nicht. Gut, dann tun wir ihn zu seinem Kollegen. Der freut sich, wenn er ein bisschen Gesellschaft kriegt. So. Gut, hä, was hast du in deiner Tasche? Datastick. Nein, den lesen wir nicht jetzt gerade. Ich habe jetzt keine Lust zu lesen. Ich habe mir zwar vorgenommen, sehr viele Sticks zu lesen, beziehungsweise alle habe ich mir im ersten Part vorgenommen. Aber ich glaube, das können wir uns jetzt in die Nase stecken. In die Nase stecken, sagt man das so? Keine Ahnung. Ihr müsst dann Literaturwissenschaftler fragen, ob man in die Nase stecken sagen kann. So. Ah! Okay. Da geht's rein. Seht ihr das? Hier, ein Lüftungsschacht oder sowas, whatever. Hier ist ein Spiegel. Spiegel, ein Spiegel an der Wand. Wer ist der? Welches Eigenschaftswort trifft auf Sam zu? Wer ist der Dümmste im ganzen Land? Oh je, hier mache ich wieder einen großen Save. Ich glaube, das sieht mir nach einer Stelle aus, wo sehr viel passieren kann. 6,40. Oh Gott, wie lange sind wir jetzt schon an diesem Level? Seit einem Monat wahrscheinlich, also nach meiner Zeit. Für euch sind es dann nur ein paar Tage, je nachdem wie ich es hochlade, vielleicht auch ein paar, vielleicht auch eine Woche, keine Ahnung. Muss schauen, wie ich das hochlade. Ob ich das in einem Part hochlade, in einem riesigen Part oder in mehreren einzelnen Parts, das würde ich schon zeigen. Aber momentan sieht es dann auch aus, als würde ich es in mehreren Parts hochladen, weil es sonst einfach zu viel wird und ihr ja nicht so lange Parts wollt. Gut, hier ist es... Alter, wie viele sind denn da? Das gibt's doch gar nicht. Da ist Sadono. Da ist Licht. Da ist ein Wachmann. Nein, warum habe ich das gemacht? Ich hätte es nicht tun sollen. Jetzt sucht sie... Bild und... Aufnahme läuft. Öffentliche Verlautbarung 1. Mai 2006. Klappe 4. Bürger dieser Welt. Ich lebe. Bin ich. Was schießt du? Auf dem Weg. Scheiße. Scheiße. Was richtig? Nein, ich wette nicht. Wo ist Sadono? Ich brauch den. Warum weiß ich nicht? Was machst du? Soll ich speichern? Na komm, wir haben einen Safe State gemacht. Safe State. Ich habe zu viel das Mirko LP angeschaut. Worauf schießt du? Ich bin ganz woanders. Ich will mich hier rumschauen, ey.
Was machst du? Na komm, du bist es nicht würdig, ein Boss zu sein. Machen Sie schon, ich bin bereit. Aber wir kennen uns doch noch gar nicht. Genau. Töten Sie mich, ich habe keine Angst. Da haben Sie Pech. Wo ist der letzte Pockenvirusbehälter? Wer sagt, dass es der letzte ist? Du, wenn ich fest genug zudrücke. Wo und wie viele sind es? Nebenan, Hunderte. Was ist Licht, ey? Wo ist das Virus? Überall. Haben Sie Kinder? Ah! Wo ist das Virus? Hä? Wie viele Kinder? Wo sind sie gerade? Oh! Du machst es nur noch schlimmer. Rede. Ich habe keine Angst vor Schmerzen. Du kannst sie kennenlernen. Ihr könnt vom Schmerz lernen. Wenn Amerika ihn am eigenen Leib verspürt, wird es vielleicht begreifen. Für sie ist es zu spät, aber vielleicht ihre Kinder... Du lernst nicht besonders schnell. Machen Sie weiter, es ist nur Fleisch. Was hat der für Probleme? Sie können mich töten, aber sie werden mich nicht los. Soll ich ihn jetzt töten oder was? Oder muss ich den irgendwie mitnehmen? Und entführen, wie in dem Level beim ersten Teil. Aber zunächst kann ich erstmal diesen Aslak hier ab. So, war nett mit ihm Geschäfte zu machen. Tödliche Geschäfte. Oh Gott. Okay, ich schau mal nach, ob ich den erschlagen kann. Ohne dass wir Game Over kriegen. Verdammt, Fischer. Du hast den einzigen Ausweg. Okay, Game Over. Kriegen wir da durch. Wir dürfen den also nicht erschlagen. Wir müssen den jetzt so mitnehmen, wie wir ihn gerade haben. Das ist ja mal wunderbar. Vielleicht brauchen wir den auch einfach für den Retina-Scanner. Jetzt habe ich's. Man braucht für diesen Retina-Scanner draußen den Sadono-Idioten. Hätte ich mir eigentlich da leicht denken können. Ich hoffe nur, die Tür geht von selber auf. Weil wir können die nicht öffnen, während wir den Typen da bei uns tragen. Ah, da ist ja ein Retina-Scanner-Teil. Okay. Der hat bestimmt für alles sein Auge eingespeichert, für jeden Raum. Weil er ist ja der Obermacker von den ganzen Aslaks. Das ist sozusagen der Haftbefehl, kann man so sagen, wenn man so möchte. So. Ach ja, da ist schon der Ausgang. Ist ja wirklich... Gute Arbeit, Fischer. Du bist auf dem besten Weg, als die graue Eminenz des Weltgeschehens in die Geschichte einzugehen. Wenn ich noch Blut hätte, würde ich sicher erröten. Ist Ingrid auf dem Dach? Ja, der Helikopter auch. Halte Sadono bei Bewusstsein, bis du Sichtkontakt mit Carson hast. Fischer, können Sie bestätigen, dass Sadono lebt und Sie ihn haben? Ja. Fantastisch. Machen Sie sich keine Sorgen wegen des Chaos, das Sie hinterlassen. Wir kehren alles zusammen, wenn Sie fertig sind. Wir sind noch nicht so weit. Bring Sadono aufs Dach. Carson wartet schon. So, da ist er. Keine Ahnung, was ich gerade sagen wollte, ist aber auch nicht so wichtig. Ich hätte ihn in Geschenkpapier eindeckeln sollen, aber ich hatte kein Tesa. Ich bin immer erstaunt, wie jung er in Wirklichkeit aussieht. Man könnte meinen, ein kleiner Junge. Sie haben ihn wirklich gemocht. Nein, vielleicht respektiert, aber er ist ein Monster. Er hat eine kindliche Vorstellung vom Krieg und kann nicht zwischen Bürger und Soldat unterscheiden. Er denkt, die ganze Welt sei ein moralisch legitimes Ziel. Es gibt nur eine Nation, die gegen die ganze Welt kämpft. Hey, auf welcher Seite stehen Sie? Sie wissen, dass ich das nicht sagen kann. Ja, klar. Ich weiß weder, wer Sie sind, noch was Sie tun. Aber dennoch, danke. Ich hoffe, wir werden noch oft zusammenarbeiten. Bitte, bitte, ja! Oh Gott, geschafft! Oh, ich bin so erleichtert. Leute, diese Mission, die war sehr lange, aber wir haben es doch schließlich und endlich geschafft. Gott sei Dank! Senderfreies Indonesien, Jakarta, Indonesien. Wer hätte es gedacht? 20. April 2006, 23.05 Uhr, Mission abgeschlossen. Durch Sadonos Gefangennahme konnte die Krise in Indonesien entschärft werden. ShadowNet hat alle ND-133 Behälter sichergestellt, jedoch mit einer Ausnahme. Der ehemalige CIA-Agent Norman South ist irgendwo in seinen Vereinigten Staaten untergetaucht. In seinem Besitz befindet sich der letzte Pockenvirusbehälter. Und ja, das war das vorletzte Level. Wir sehen uns im letzten Level im nächsten Part wieder. Also, habt noch einen schönen Tag euch. Ciao, Leute!